Willkommen zu Cello. Wir wollen uns heute einmal anschauen, wie wir das Tool, die Funktion Lernpfade, in diesem Beispiel einmal als Transferaufgaben bezeichnet, aber immer zu erkennen an dem Icon dieser Rakete, erstellen können. Wir haben hier ein Beispiel, in dem bereits zwei Aufgaben in einem Lernpfad angelegt wurden. Diese beiden Elemente bezeichnen wir als Abschnitte. Um nun einen neuen Abschnitt hinzuzufügen und generell bei den Lernpfaden Dinge bearbeiten zu können, klicken wir hier rechts einmal auf Bearbeiten. Nun sehen wir, dass wir einerseits auf den Lernpfaden insgesamt Dinge verändern können, als auch die Sortierung der bereits bestehenden Aufgaben in der linken Navigation verschieben können. Wir wollen nun einen Abschnitt hinzufügen, also eines dieser Elemente, ein drittes sozusagen, hinzufügen. Klicken auf Abschnitt hinzufügen und können dann hier verschiedene Parameter eingeben. Hier einmal zum Beispiel Test. Nun können wir für den einzelnen Abschnitt unterhalb eines Lernpfads eine Beschreibung eingeben und wir können verschiedene Einstellungen ermöglichen. Zunächst ist ein neuer Abschnitt immer unsichtbar und muss aktiv hier auf sichtbar gestellt werden, sodass die Teilnehmenden und/oder Studierenden diesen auch direkt in Cello sehen können. Wir bleiben bei der Variante unsichtbar. Dann besteht die Möglichkeit, verschiedene Aktivitäten, das heißt konkret Aufgaben in einem Abschnitt für die Teilnehmenden auch sichtbar zu machen. Standardmäßig wird dort nichts angezeigt. Wir können aber auf zum Beispiel eine manuelle Markierung oder auf einen Abschluss, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, gehen. Der letztere Fall heißt, wenn Aufgaben in diesem Abschnitt, zum Beispiel ein Multiple-Choice-Test oder ein textbasierter Test bearbeitet werden, dass dann die Teilnehmenden sehen, wie weit sie in diesem Bereich schon sind. Oder dass sie den gesamten Abschluss für sich als erledigt manuell markieren können. So wird dann der individuelle Fortschrittsbalken weitergemacht. Wir gehen einmal auf, wenn Bedingung erfüllt ist. Wir haben dann noch die Möglichkeit, den Lernabschnitt zeitgesteuert zu beginnen. Wir könnten zum Beispiel sagen, er ist ab einem gewissen Datum verfügbar und ab einer gewissen Uhrzeit. Und bei Bedarf, ob verschiedene Voraussetzungen erfüllt sind, wie zum Beispiel ein spezifisches Datum oder das Bestehen eines vorherigen Abschnitts. Wir speichern jetzt den Lernpfad und können dann in diesem Abschnitt Blöcke hinzufügen. Wir sehen hier unseren neuen Abschnitt in unserem Lernpfad und sehen, dass er ausgegraut ist. Das deutet darauf hin, dass die Teilnehmer ihn zwar sehen, aber nicht anklicken können. So können wir als Lehrende zum Beispiel in Ruhe hier die Inhalte einfüllen. Wir gehen jetzt auf diesen Abschnitt und können ihn jetzt bearbeiten. Da wir keine Beschreibung angegeben haben, steht unter diesem großen Titel erstmal nichts weiteres. Und wir wollen jetzt verschiedene Inhaltsblöcke hinzufügen. Wir klicken auf Block hinzufügen und sehen jetzt die Auswahl der verfügbaren Blöcke, die verschiedene Inhaltstypen beinhalten. Wir können hier einen kurzen Hinweistext finden, was da gemacht werden kann. Und können anhand der Icons später auch erkennen, welche Aufgaben dort oder Inhaltselemente dort hinterlegt sind. Die bestehende Auswahl hier kann in Zukunft durchaus wachsen. Hier finden wir aber zunächst in der Schnellüberblick einen Freitext, in dem wir zum Beispiel Texte oder auch Bilder integrieren können und zum Beispiel den Teilnehmenden Hinweise geben können, was zu tun ist. Es lässt sich ein einzelnes Bild dezidiert einfügen. Es können Multiple-Choice-Aufgaben gestellt werden, textbasierte Aufgaben, in denen wir dann als Lernende auch ein Feedback schreiben können. Es können PDFs, die mittels Link herunterladbar sind, aber auch in einem eigenen Fenster betrachtet werden können. Es lassen sich lokale Videos einbinden, das heißt, ein Video, was ich zum Beispiel auf meiner Festplatte gespeichert habe, kann ich hier einbinden. Es lassen sich auch externe Videos einbinden, zum Beispiel anhand eines YouTube-Links. Oder wenn ich Dateien mit einem H5P-Tool erstellt habe, kann ich auch diese, so ich diese Datei habe, dort einbinden. Wir wollen jetzt einmal zum Beispiel einen Multiple-Choice-Block einfügen. Klicken hier drauf und landen direkt in dem Fenster, wo wir diesen bearbeiten können.
Wir können hier einen Namen vergeben. Das könnte auch Aufgabe 1 sein. Wir können in diesem Feld für diesen individuellen Block den Text der Frage eingeben und können dann hier an diesem Beispiel die Antwort eingeben und markieren, ob sie richtig oder nicht richtig wäre. Fügen eine weitere Antwort hinzu und können dann eine Antwort als richtig definieren und können dann in Verbindung mit dem Feedback hier festhalten, was automatisch nach dem Teilnehmende hier eine Auswahl getätigt haben, welche Rückmeldung sie bekommen. Und können dann in diesem konkreten Beispiel noch differenzieren zwischen einer automatischen Antwort bei einer richtigen Antwort, ein automatisches Feedback oder bei einer falschen Antwort. Und wir haben unter jedem Block auch immer die Möglichkeit, eine sogenannte Diskussionsmöglichkeit hinzuzufügen, in der Teilnehmende dann direkt zu diesem einzelnen Block eine Frage stellen können. Wir geben hier kurz Beispiele ein. Eine Frage könnte hier stehen und können dann, wenn wir möchten, hier noch eine Abgabefrist definieren. Nach dem Ablauf einer Abgabefrist sind die Teilnehmenden nicht mehr in der Lage, hier eine Antwort zu geben. Wir lassen die Abgabefrist aus und speichern diesen Abschnitt. Wir sind jetzt wieder in diesem Abschnitt und sehen hier den Block und könnten dann weitere Blöcke hinzufügen und jeweils die Stelle, auf die wir klicken, dort wird dieser neue Block hinzugefügt. Also wenn wir unterhalb dieses Multiple-Choice-Tests einen Block hinzufügen wollen, würden wir hier unten auf Block hinzufügen gehen. Wenn es mehrere solche Blöcke gibt, können wir über diese Pfeile auch die Sortierung dieser einzelnen Blöcke verändern. Und hier drunter besteht stets für die Teilnehmenden und für die Lernenden die Möglichkeit, einen konkreten Kommentar im Falle zum Beispiel einer Frage zu diesem einzelnen Inhaltstyp zu erstellen. Wir wollen jetzt noch einmal auf die sogenannte Aufgabenübersicht gehen, in der wir von allen vorhandenen Blöcken sehen, inwieweit die Teilnehmenden diese konkreten Blocktypen bearbeitet haben. Aktuell werden in dieser Aufgabenübersicht die Ergebnisse folgender zweier Blöcke, nämlich der Textaufgaben und der Multiple-Choice-Aufgaben, angezeigt. Wir klicken hier auf Aufgabenübersicht und sehen dann die Liste der Teilnehmenden, die an dieser Stelle ausgegraut ist, und dann, inwieweit sie diese verschiedenen Aufgaben bereits bearbeitet haben. Wir sehen dies sortiert anhand der einzelnen Abschnitte und können hier erkennen, dass zum Beispiel die neu erstellte Aufgabe, die wir gerade eben erstellt haben, nachvollziehbarerweise noch niemand bearbeitet hat, sodass hier ein graues Feld erscheint. Im Falle eines grünen Feldes heißt es, die Aufgabe wurde richtig beantwortet. Im Falle von Multiple-Choice-Tests gibt es noch die Unterscheidung, wenn die Antwort falsch war, dann sieht man hier ein gelbes Icon. Man kann auch einzelne Abschnitte ausklicken, sodass die Übersicht etwas kompakter wird, oder halt auch die Differenzierung der Aufgaben mit zum Beispiel einem Abgabedatum anhand dieses Icons nochmal weiter differenzieren. Hier sehen wir die Namen der einzelnen Aufgaben und wann die einzelnen Teilnehmer dort eine Rückmeldung gegeben haben. Diese Lernpfade lassen sich beliebig erweitern. Es gibt keine Limitierung der Anzahl an Blöcken, die wir auf Ebene eines einzelnen Abschnitts hinzufügen können.